Hallo und herzlich willkommen zurück bei Arm der Geode. Heute geht's mal wieder im Video, nachdem ich tatsächlich einen Monat lang, und ein bisschen was über einen Monat lang, kein Video mehr rausgebracht habe. Hatte viel Stress, viel zu tun, möglicherweise demnächst auch wieder mehr zu tun, aber es gab von Freunden, von sehr vielen Freunden, kam bei mir die Anfrage rein, wie mache ich denn einen Musikbot? Und das möchte ich jetzt mal zeigen heute. Und zwar haben wir dafür, ich habe meinen Desktop mal aufgeräumt, weil sonst ist hier immer so viel Müll drin. Hab das jetzt mal vorbereitet und zwar bekommt ihr einen Download-Link von mir, der allerdings nicht direkt im Video steht, sondern in der Videobeschreibung steht ein Link zu einem Download, weil ansonsten würde ich mich strafbar machen, weil ich illegale Inhalte verbreite bzw. zur Verfügung stelle und da das nicht mein Video ist, kann ich sagen, der ist dran schuld. So, und wir werden das jetzt auch mal so machen. Hier ist zum Beispiel das Video, um das es sich handelt. Hier in der Beschreibung ist auch der Link dazu, ist eine WinRAR, also auch Passwort geschützt, aber das Passwort steht direkt darunter. Ja, und dann könnt ihr euch das Ganze runterladen. Ich zeige das auch mal schnell und zwar sieht das dann so aus. Da habt ihr einmal das Passwort, das habe ich mir sogar extra noch aufgeschrieben dabei. Und ihr habt einmal die WinRAR an sich. Die wollen wir jetzt mal entpacken, da fragt auch schon direkt nach dem Passwort. Wichtig bei dieser ganzen Aktion ist, ihr müsst euch exakt an meine Anweisungen halten, weil ansonsten funktioniert das Ganze nicht und ihr werdet es auch nicht mehr los, weil ihr es nicht löschen könnt. Exakt an die Anweisungen halten. Und jetzt nicht denken, ich kann das eh schon, ich mache mal weiter. Passwort einfügen, okay, schon geht's auf. Dann könnt ihr den Ordner mal auf den Desktop ziehen. Jo, da ist es fertig. Jetzt haben wir folgendes Problem. Ihr könnt natürlich einmal Setup und einmal Setup 64-Bit. Ihr wählt bitte Setup, denn die 64-Bit-Version ist zuweilen ein bisschen buggy. Die wollen wir jetzt nicht unbedingt ausprobieren, deswegen 32. Es bringt auch überhaupt keinen Unterschied, ob ihr 32 oder 64-Bit habt, da es sich wirklich nur um welche Audiokabel handelt und kein Programm das viel machen muss. Wichtig dabei, Rechtsklick als Administrator ausführen. Wenn ihr das einfach nur öffnet und installiert, dann fehlen euch später die Rechte dazu. Also auf jeden Fall als Administrator ausführen. Das machen wir jetzt, da fragt er uns, wir drücken weiter. Will be installed on your computer, do you want to continue? Mal gucken, der läuft noch alles. Ich traue OBS mal nicht so, weil das sich gerne mal abschaltet. Wir wollen natürlich weitermachen, wir akzeptieren, wir installieren in diesen Ordner. Und hier nochmal ganz wichtig, I am an advanced user. Das müsst ihr machen, sonst habt ihr später beim Kontrollpanel echt ein Problem. Müsst ihr machen. Den Ordner könnt ihr frei wählen, ist scheißegal. Wir drücken Install. Er installt, hat installt, fertig. So, Problem ist, ihr habt jetzt normalerweise keine Desktop-Verknüpfung. Ihr habt auch nichts, wo ihr das finden könnt. Da ist tatsächlich das, was wir brauchen, anders heißt. Deswegen Windows-Taste. Dann gibt ihr zum Beispiel ein CON und dann müsste in der Regel auch schon direkt Kontrollfilter kommen. Da klicken wir jetzt mal drauf und dann haben wir das hier nämlich schon. In der Regel ist hier nur einen Channel, also so mache ich mal Set. Ja, okay, jetzt habe ich auch wieder einen Fehler gemacht. Ihr seht es, also keiner ist davor gewappnet. Administrator. Ihr macht jetzt wieder CON, habt ihr hier Kontrollpanel, dann Rechtsklick als Administrator ausführen. Frage mich nicht, warum das bei dem Programm so ist, es ist einfach so. So, also normalerweise sieht das bei euch so aus. Ihr habt nur einen einzigen Channel bzw. ein Kabel. Ihr braucht aber zwei für einen funktionierenden, einfach zu programmierenden Musikbot. Macht ihr zwei, Set. Und fertig. Jetzt könnt ihr auch schon wieder Exit. Das war nämlich zumindest von Virtual Audio Kabel alles, was es zu wissen gibt. Wir haben hier jetzt den TS von meiner Freundin und dann nutzen wir das Ganze mal und legen uns jetzt mal einen neuen Musikbot an. Das wollen wir folgendermaßen. Wir gehen auf Identitäten, machen eine Identität hinzufügen. Die nennen wir dann. Habe ich jetzt hier nur. Ja. Die nennen wir dann Musikbot. In meinem Fall nennen wir das AMD Musik. Nickname nennen wir natürlich auch so. Machen dann OK. Die ist dann schon mal angelegt. Jetzt geht es ans Eingemachte. Und zwar braucht ihr die Optionen und müsst dann zum Beispiel Wiedergabe, müsst ihr einen hinzufügen. Den nennt ihr dann auch wieder AMD Musik oder wie auch immer ihr den nennen wollt. Ihr könnt überall den gleichen Namen nehmen, ist sogar besser. Macht ihr OK, ist dabei. Dann macht ihr Aufnahme auch einen dazu. Nennt ihr auch AMD oder wie auch immer Musik halt, ne? Ups. Macht ihr OK. So, dann macht ihr Aufnahmegerät. Da wird es jetzt in 3.
Okay, ich habe das Programm eben schon mal installiert gehabt. Wahrscheinlich hängt es jetzt daran. Ich habe es extra deinstalliert, aber anscheinend ist eine Line übrig geblieben. Ist nicht schlimm. Also in eurem Fall steht nur Line 1 und 2 da. Also das dritte hier bitte ignorieren. Line 1 und 2, ihr wählt Mikrofon Line 1 anwenden. Wiedergabe auf AMD Musik, meldet ihr Line 2. Ich habe also mich Deutsch, das ist gerade ein bisschen verbuggt. Aber es ist egal, Line ist Line, also sollte kein Problem geben. Ihr macht da bei Wiedergabe Line 2. Das war es dann auch schon. Dann macht ihr zum Beispiel Favoriten, Favoriten verwalten, wählt euren TS aus, hier zum Beispiel Bub. Dann macht ihr verbinden, fügt die ein. Da habe ich, oh, siehst du, habe ich sogar schon ausgewählt, AMD Musik. Mache ich in der Regel auch immer so, macht dann AMD Musik da, AMD Musik da und natürlich auch da, ist klar. Und dann im neuen Tab. So. Wurde nicht gefunden. Option, aha. Line 1 wurde nicht gefunden. Also war das Line 1 das falsche Line 1. Dann wählen wir doch mal das Line 1. Jetzt geht's. So, AMD Musik ist hier. Ich ziehe den mal kurz. Ja, der hat keine Rechte, deswegen. Ich ziehe den mal kurz runter zu mir. Und zwar bei Syndicate. So. Ach ja, der kann ja nichts abonnieren, ist egal. Wo habe ich den denn jetzt hingezogen? Na, da ist er Channel doch. So, switched. da habe ich den jetzt hingezogen. Wir Sound entstummen uns resumed. mal. Kein, nicht wundern, dass ich hier Marcel heiße, das hat einen Grund. Einfach ignorieren. So, dann hätten wir das alles installiert. Das können wir dann also zumachen. Das können wir auch zumachen. Und jetzt ist etwas ganz Wichtiges dran. Und zwar geht ihr auf die eigene Musik. Wenn ich denn da was finde. Ne, finde ich nicht. Okay, kurze Unterbrechung, muss kurz was holen. Okay, und da sind wir auch schon wieder. Wir haben uns jetzt mal was rausgesucht. Am einfachsten geht das Ganze mit VLC Player. Wir haben, geht aber auch mit Windows Movie Maker, Windows Media Player. Das ist, glaube ich, am einfachsten, weil das Programm normalerweise nie jemand nutzt. Ihr müsst das nämlich immer umstellen. Hier habe ich zum Beispiel Uriah Heep, Lady in Black. Hört man auch. So, und wir werden das jetzt mal umstellen. Und zwar Werkzeuge, Einstellungen, Audio. Und geht dann hier anstatt Lautsprecher, geht er auf Line 1. So, Line 1. Ah, jetzt weiß ich, warum der TS das noch anzeigt, weil das noch drin gespeichert ist, Line 1. Deswegen, okay. Problem gelöst. Egal, ihr solltet das Problem nicht haben. Also, Gerät, Line 1, speichern. Wenn ihr jetzt auf Play drückt, wird es trotzdem nicht funktionieren, weil, ihr hört es nämlich noch, weil der VLC erstmal neu gestartet werden muss dafür. Das macht ihr, indem ihr ihn zumacht, wieder aufmacht. Und jetzt hören wir auch schon, dass das vom TS kommt, weil ich lasse mal laufen. Sound muted. Sound resumed. Ah, du darfst nicht singen. Geh mal, hört mit. So, also, ihr habt es gesehen, ich habe mich hier gemutet, kam kein Ton mehr. Das kommt nämlich hier vom VLC Musikbot. Ich werde euch das auch nochmal kurz zeigen, indem ich den Channel hier zum Beispiel bearbeite, wo ich wahrscheinlich keine Rechte momentan für habe. Audio, ja, dachte ich mir. Okay, egal. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier, machen wir mal nebenbei, der Musik. Bot, da habe ich sogar einen Fehler gemacht. Einstellungen, Optionen, weil der Musikbot sollte zur Aufnahme Dauersenden haben. Weil sonst kann es passieren, dass leise Stellen im Lied tatsächlich abgehackt werden. Und mit Dauersenden, ihr seht, der läuft jetzt. Ich lasse hier nochmal abspielen. So, und wenn ich jetzt hier mute, dann ist es weg. Ah, du sollst doch nicht singen. So. Das war's soweit. So funktioniert das mit dem Musikbot. So schnell und einfach kann es gehen. Wie gesagt, Download werde ich per Video-Link in die Beschreibung packen. Und da könnt ihr euch lustig und fröhlich hier die Download-Links runterladen und könnt euch dann auch euer Musikbot erstellen. Ihr wisst jetzt, wie es geht. Und vor allem ist es keine Trial-Version, sondern eine Vollversion von Virtual Audio Kabel. Das war's mal wieder von mir, von AMD Geode. Ich hoffe, es hat euch geholfen und bis zum nächsten Mal.